Mein Name ist Anton Niederberger, habe die Imprimere AG gegründet in Altdorf, in der Schweiz. Die Aufgabe der Imprimere ist, Maschinen entwickeln und bauen für die Bauindustrie, um die Bauindustrie rationalisieren zu können. Das heißt, die Bauindustrie zu digitalisieren. Das Team besteht aus 3 Mitgliedern. Das bin ich, meine Wenigkeit, mein Sohn und Frau Uino, Architektin von den USA. Hello, I'm Yuna Song. I'm responsible for architecture design of this project. I'm originally from Seoul, South Korea. I worked in Switzerland and currently am supporting my team from New York. Mein Name ist Joel Niederberger. Ich komme aus der Schweiz, aus dem schönen Kanton Nidwalden. Ich arbeite bei der Imprimere AG als Konstrukteur, Entwickler und berechne ab und zu noch gewisse Sachen. Die Geschichte hat vor 10 Jahren angefangen. Ich beschäftigte mich sehr stark mit 3D-Drucker und habe mir ausgemalt, dass eigentlich die Zeit zum 3D-Drucken auch für die Bauwirtschaft notwendig ist. Mit anderen Worten, die Idee war, die 3D-Digitalisierung in die Bauindustrie zu bringen. Ja, der ist sehr groß. Ich möchte etwas bewirken auf dieser Welt, denn es gibt nichts Schöneres, als etwas zu erschaffen, was man schlussendlich brauchen kann und den Menschen hilft. Erschwinglicher Wohnraum schaffen, das nicht nur uns hier in diesen Ländern hilft, wo es uns gut geht, sondern auch in Entwicklungsländern, wo die Menschen in schlechten Wohnumfeldern leben. Und da möchte ich etwas tun für die Menschheit. Der wichtigste ist die Bewährung, die Stahlstäbe automatisch reinzubringen und zu verschweißen und anschließend dann die Schalung zu drucken und mit Beton auszufüllen. Diese Methode ist einzigartig und patentiert. Und das gibt mir die Gewissheit, dieses Produkt erfolgreich verbreiten zu können. Durch den Prozess, der vollautomatisiert ist, können wir bis zu 50% der Zeit wie auch die Kosten einsparen und erhalten dadurch ein konventionelles Haus, welches die statischen Bedürfnisse vollumfänglich erfüllt. Ja, das war Zufall im Internet gesehen, so im November 2020. Und dann, nach kurzen Überlegungen, haben wir uns dann angemeldet. Wir fanden es von Anfang an alle eine interessante Geschichte, das Ganze. Und mussten sagen, ja, das müssen wir genauer anschauen. Und als wir das getan haben, mussten wir feststellen, dass das wirklich die Richtung der Zukunft ist. Und wir müssen diesen Wettbewerb teilnehmen und zeigen, was wir haben und das in die Welt hinaustragen. Da werde ich als allererstes unser Team informieren, weil die haben hart mitgearbeitet. Man muss sich vorstellen, es sind ungefähr 25.000 Konstruktionszeichnungen erstellt worden, um die Maschine bauen zu können. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wo ich in dem Moment stehe, wo ich diese Nachricht bekomme. Aber ich denke mal, dem nächsten Umfeld. Für so ein Vorhaben braucht es großen Durchhaltewille, Durchsetzungsvermögen und das Team motivieren zu können, um diese Ziele zu erreichen. Ich persönlich habe von diesem Wettbewerb sehr viel Erfahrung gesammelt und sehr viel davon profitiert. Der Maschinenbau ist so ein großer Bereich und ich kann vermutlich auch in den Worten von meinem Team sprechen. Das war unglaublich, was wir da geleistet haben zusammen. Wie lange, dass wir gearbeitet haben zum Teil, also in die Nacht hinein. Und ich kann auch sagen, da war viel Herzblut dabei, das zu verwirklichen.